Hamburg-Jungfernstieg. Haben Sie eine Frage? Kaum angekommen, Blitzlichtgewitter. Ja, vielen Dank. Gut, dass Sie das gut finden. Ich zeig mich heute mal dialogbereit. Kann ich irgendeine Frage beantworten? Ja, nein. Mit dem Niederknien und beten und was weiß ich, tralala. Ne? Und ich sage immer, wir sind in muslimischer Hand schon. Von Dresden bis Hamburg, Angst, überall Angst. Angst vor dem Islam. Die meisten sagen, es liegt daran, dass man nicht genug darüber weiß. Da schaffen wir Abhilfe. Ich bin Muslim. Was wollen Sie wissen? Keine falsche Bescheidenheit. Ne? Wenn Sie irgendwas wissen wollen, fragen Sie gerne drauf los. Haben Sie eine Frage, wo ich vielleicht helfen kann, wo was noch offen ist, wo man sich informieren möchte? Nö. Nein? Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich, wir sind also ich bin aufgeklärt genug über den Islam. Die Leute haben Angst, sie müssen Angst haben. Nein, ich habe keine Angst. Die Schlagzeile für morgen, wunschlos glücklich. Deutsche wissen alles über den Islam. Ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum die Moslems so schlecht mit ihren Frauen umgehen. Rolle der Frau außerhalb der Familie. Also, meine Mutter führt ein Geschäft, super. Ist ziemlich fesch angezogen und ja, ich finde, das hat sie mir weitergegeben. Sehr gut. Wunderbar. Kommt immer sehr drauf gut an, wie man drauf ist, würde ich sagen. Ja. Aber dass Frauen sozusagen ausgeschlossen werden von einem öffentlichen, bürgerlichen Leben, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich auch nicht verstehen. Ich finde das auch nicht richtig. Okay. Und ich kann Ihnen sagen, dass bei uns zu Hause, muss ich aber ganz leise sagen, eher mein Vater unterdrückt wird. Der Dialog läuft. Allein die Tatsache, dass hier ein Muslim mit einem Schild Fragen beantwortet, macht die Leute offenbar schon glücklich. Die nächste Frage bitte. Wann hier die Michaeliskirche, der Kölner Dom oder die Münchner Frauenkirche zum Moscheen umgebaut werden? Und wann hier die Staatsreligion Islam sein wird und die Staatssprache Arabisch sein wird? Da bin ich mal gespannt drauf. Aber wir haben schon eine Moschee hinten an der Alster. Die ist viel besser gelegen als jetzt hier die Dome Michaeliskirche. Wann hier die ganze Kirche zum Moscheen umgebaut wird, da bin ich mal gespannt hier. Ja. Da bin ich auch gespannt. Arabisch finde ich nicht so gut. Ich bin ja Iraner, dann verstehe ich ja überhaupt gar nicht, was die Leute sagen. Nee, haben Sie denn Ängste vor den Deutschen? Dass das schlimmer wird, also mit irgendwelcher religiösen Feindschaft? Ach so, dass wir hier wieder in irgendwelche komischen Situationen reinkommen? Eigentlich nicht, nee. Also, ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich auch. Ja. Ich möchte jetzt nicht in der Pegida-Demonstration übernachten müssen, aber... Das möchten Sie, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das will keiner. Ja. Also wenige. Sie können so gut Deutsch, man denkt, Sie sind ein Deutscher. Vielen Dank. Ja. Ja. Sind Sie hier geboren? Nee. Ach ja. Ich bin alter Hamburger und Sie sehen richtig so ein Hanseat aus. Oh, vielen Dank. Das ist auch ein schönes Kompliment. So fühle ich mich auch. Mensch, total locker hier. Mal ganz entspannt über Religion plaudern. Oder? Ich würde gerne wissen, warum es von keiner anderen Glaubensrichtung, von keinem Buddhisten, von keinem Shinto-Anhänger, von keinem Selbstsprengungen gibt, dass kleine Kinder abgerichtet werden, ob in Frankreich oder sonst wo. Ich lebe in Luxemburg, bin aber Hamburger. Ja. Es gibt es in keiner Glaubensrichtung. Ja. Aber da gibt es das. Ja. Und darüber sollten Sie mal nachdenken. Habe ich nachgedacht drüber. Mir macht die Situation schon Angst. Ja. Und ich glaube uns allen. Bin ich da. Genau dafür bin ich da. Was macht Ihnen Angst? Ich versuche, die Frage zu beantworten. Ja. Sagen Sie mal konkret. Der Terrorismus macht mir Angst. Ach so. Nicht die Muslime. Ach, der Terrorismus, der macht mir auch Angst. Ja. Ich habe nichts gegen den Islam. Ja. Aber? Ich habe eine Sache. Sie müssen intern klären, wie Sie mit diesen Terroristen umgehen. Ja. Und Sie müssen, was ja auch geschieht, noch mehr eben klarstellen, dass sie sich von denen distanzieren. Dann klären wir das doch mal intern. Mal sehen, ob sich Muslime distanzieren. Können wir Sie ganz kurz verhaften? Eine Sekunde nur. Wir versuchen hier, sind Sie Moslem? Ja. Gott sei Dank. Wir möchten, dass Sie sich distanzieren von Gewalt. Bitte machen Sie das jetzt. Ich distanziere mich zu 100% von Gewalt. Genau. Weil ich meine, ich habe Gewalt passt nicht zu Islam. Super. Echt super. Als Muslim muss man in diesen Tagen anscheinend auch Selbstverständliches noch buchstabieren. Finde ich gut. Gerne. Mach das im Facebook. Machen Sie gerne. Muslime aller Länder vereinigt euch. Um zu kämpfen für Freiheit und Demokratie. An mir soll's nicht scheitern.
Wir sind eins. ARD.